Hallo ihr Menschen, immer wieder habe ich letztens unter meinen Videos die Kommentare gesehen. Oh mein Gott, was du da machst, ist auch nur eine Verschwörungstheorie. Du liegst eigentlich total falsch. Und da dachte ich mir, mein Gott, wie können Menschen nur zu etwas stehen und von etwas ausgehen, was nicht nur ich, sondern auch noch andere Menschen einfach so unmissverständlich widerlegt haben? Wie kann man nur eine Meinung zu etwas haben, die einfach so definitiv als falsch entlarvt wurde? Das ist, als würde man denken, die Erde wäre flach. Und warum vertrauen so viele Menschen in unserem Land blind auf die Nachrichten, ohne nachzudenken und übernehmen einfach ihre Meinung? Freunde, das hat mich echt zum Nachdenken angeregt. Ich habe mich gefragt, sind die Menschen dumm? Aber das konnte nicht sein, denn auch oder beziehungsweise gerade die Menschen mit höherem IQ informieren sich tendenziell gesehen eher übers Weltgeschehen. Also wie kann es sein, dass der Einzelne an sich so schlau ist und in der Masse dann doch wieder so blind? Doch dazu möchte ich euch mal noch eine Frage stellen. Warum informieren wir uns überhaupt über das, was in der Welt geschieht? Ich meine, warum interessiert es uns, ob irgendwer irgendwen in diesem Land ermordet hat? In welcher Hinsicht ist es für uns wichtig, dass an der Küste Floridas mal wieder ein Tornado entlang gefegt ist? Und inwieweit beeinflusst es unser persönliches Leben, dass die Frau eines Bundespräsidenten vielleicht mal Prostituierte war? Aber es konsumieren und darüber nachdenken tun wir dennoch. Also warum nutzen wir nicht eigentlich einfach die Zeit und beschäftigen uns stattdessen mit Sachen, die unser Leben wirklich beeinflussen, wie, dass wir uns zum Beispiel für unseren Job weiterbilden. Also warum ziehen wir uns das alles rein? Ganz einfach. Weil es keiner tut. Alle schauen Nachrichten, damit sie sich als allgemeingebildet ausgeben können. Und weil es jeder macht, muss es jeder machen. Es ist also für viele Personengruppen schon fast ein kultureller Zwang, wenn nicht sogar eine Notwendigkeit, sich zu informieren. Und dieses Verhalten hat in der Psychologie sogar einen Namen. Soziale Bewährtheit. Weil es alle machen. Warum fahren alle nach Malle? Es gäbe wirklich billigere, weniger frequentierte und sogar vielleicht schönere Orte auf dieser Welt. Und trotzdem fahren alle nach Malle. Warum tragen alle Nikes? Es gäbe auf jeden Fall Schuhmarken, die mindestens genauso schöne Schuhe herstellen und trotzdem günstiger sind. Ganz einfach, weil es alle machen. Und wenn es alle machen, dann muss es ja gut sein. Hierzu mal kurz ein Negativbeispiel, das das Rudelverhalten von Menschen eigentlich ziemlich krass demonstriert. In New York starb ein Mann auf einem wirklich ziemlich hochfrequentierten Gehweg an einem Herzversagen. Dem Mann wurde schwummrig, er setzte sich und er merkte, dass mit ihm was nicht stimmt. Er deutete mit seiner Körpersprache, soweit das möglich war, an, dass er Hilfe benötige. Das Ganze ging etwa 10 Minuten, bis der Mann starb. In der Zeit liefen etwa 350 Menschen an dem Mann vorbei und nicht ein einziger reagierte. Manche guckten kurz, anderen fiel es überhaupt nicht auf. Die meisten, die guckten, sahen den Mann, schauten sich anschließend etwas verwirrt um und gingen weiter. Wenn keiner eine Gefahr sieht, gibt es keine Gefahr. Hätte auch nur einer dieser Menschen reagiert, wären sofort 10 weitere um ihn rumgestanden. Barkeeper zum Beispiel legen oft in ihr Trinkgeldglas einige Scheine hinein. Es konnte bewiesen werden, dass dadurch deutlich mehr Trinkgeld gegeben wurde. Als man eine Person fragte, warum sie so viel Trinkgeld gaben, antworteten sie: "Es schien mir üblich, dass man hier Scheine als Trinkgeld gibt." Das heißt, es reicht schon, den Anschein zu erwecken, als würden es alle machen. Und genauso funktioniert es auch bei den Nachrichten. Es genügt schon der Anschein, dass die Leute um einen rum in einer bestimmten Sache informiert sind und zack, informiert man sich selber. Der Börsenmakler liest halt die FAZ und das Handelsblatt und Gertrude von nebenan liest halt die Bunte. Jeder liest halt das, was in seinem Umfeld gefragt ist. Und wenn dann ein Politiker etwas sagt, dann wird das schon stimmen. Ich meine, die sehen ja schon ganz seriös aus in ihren Anzügen und immerhin haben die ja Politik studiert und ich nicht und einen Doktortitel haben auch noch viele. Ja, schöner Gedanke, aber auch dieses Phänomen kennen wir unter dem Namen Autorität. Autorität gegenüber mir besitzt der, der in einer Sache gebildeter, schlauer oder besser zu sein scheint. Und ein solcher Glaubwürdigkeitsindikator ist zum Beispiel ein Titel wie Doktor oder Professor. Ich meine, würdet ihr lieber in die Praxis Fritz Hermann Willi gehen oder lieber zu Dr. Med Hermann? Chefarzt. Als Kinder haben wir auch Papa und Mama blind gehorcht, egal was sie gesagt haben. Selbst wenn wir mit etwas überhaupt nicht einverstanden waren, sind wir spätestens dann gespurtet, als sie laut wurden, obwohl wir eigentlich genau wussten, dass wir überhaupt nichts zu befürchten hätten. Und mit einer solchen Autorität ist es nicht mehr weit bis zu blinder Konsistenz. Ein Beispiel: Bei den allermeisten Flugzeugabstürzen liegt der Fehler nicht in der Technik, sondern beim Piloten. In vielen Fällen war es so, dass der Pilot kurz vor dem Unglück eine Aufgabe an die Crew gab, die zu dem Desaster führte. Obwohl alle in der Crew wussten, wenn sie auch nur 10 Sekunden nachgedacht hätten, dass das zu einem Kapitalfehler führt, hat doch keiner etwas dagegen getan. Alle folgten seiner Anweisung in blindem Gehorsam und das war kein Einzelfall. Es gab ein Experiment, bei dem man auf einer Krankenstation angerufen hat und sich als Arzt der Klinik ausgab. Anschließend gab die Person am Telefon dem Pfleger die Aufgabe, einem Patienten XY eine Dosis eines Medikaments zu verabreichen. Dieses Medikament in dieser Dosis wäre für den Patienten absolut tödlich gewesen und das hätte auch der Krankenpfleger gewusst. Und dennoch schritt der Pfleger sofort los, um seinen Auftrag auszuführen. Erst an der Tür des Patienten wurde er dann aufgehalten und aufgeklärt. Und interessanterweise hatte dieses Experiment nichts mit Dummheit zu tun. Das hat man an sehr vielen verschiedenen Krankenhäusern in der ganzen USA ausprobiert und ich bin mir sicher, man könnte das eigentlich in jeder Sparte dieser Welt versuchen. Und diese blinde Konsistenz hat einen weiteren Vorteil für den Einzelnen. Er muss sich damit nicht mehr weiter beschäftigen. Es spart Zeit,
Kraft und Denkaufwand. Jedoch hat es natürlich den riesen Nachteil, dass man dadurch deutlich anfälliger für eigene Fehler wird. Wir sehen also jemanden oder auch ein Medium, das wir für glaubwürdig halten und dem wir Vertrauen schenken. Ein Medium mit großer Reichweite scheint ja von jedem genutzt zu werden, also muss es ja schon gut sein. Die Leute, die dort arbeiten, beschäftigen sich den ganzen Tag damit und es ist ihre Aufgabe, für die sie bezahlt werden, die guten Informationen herauszufiltern. Also wissen die das dort deutlich besser als ich, also warum sollte ich mich noch weiter informieren? Es ist ja auch für mich viel einfacher, mich auf eine 15-Minuten-Zusammenfassung eines bewährten Mediums zu verlassen, anstatt alles nochmal selbst zu recherchieren. Und genau jetzt hat dieses Medium die Macht über dich erlangt, dir alles zu erzählen, was sie möchten, ohne dass du auch nur noch im Ansatz nochmal darüber nachdenken wirst, ob es denn falsch sein könnte. Herzlichen Glückwunsch, du wurdest manipuliert. Wisst ihr, wie ich dahinter gekommen bin und eben dieses Verhalten nicht aufzeige? Weil ich schon seit ungefähr 2,5 Jahren einfach überhaupt keinen Fernsehen mehr gucke. Alles, was ich wissen möchte, finde ich im Internet. Was mich interessiert, recherchiere ich selbst. Und ich weiß, dadurch bin ich über das tägliche Geschehen deutlich schlechter informiert als alle anderen. Aber hey, wen interessiert's? Dadurch bin ich nicht dümmer. Im Gegenteil, ich bin einfach nur sogar weniger zugemüllt und dadurch habe ich deutlich mehr Kapazitäten frei, die ich dann eben nutzen kann, um zum Beispiel solche Bücher zu lesen, in denen man dann sowas erfährt. So, genug der Worte. Wenn ihr jetzt noch weiter gucken möchtet, dann hätte ich euch hier oben gerne das Video verlinkt mit einem super Beispiel, eben was Propaganda angeht, von Report Mainz war das, ihr kennt's vielleicht. Ich wurde jetzt aber die Tage ziemlich krass dazu gedrängt, dieses Video endlich mal offline zu nehmen. Ja. Soweit sind wir schon in unserem Start. Ist das nicht wunderschön? Aber ich werde es jetzt nochmal auf meiner Facebook-Seite hochladen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Deswegen findet ihr jetzt hier oben das Anti-Gehirnwäsche-Video quasi, weil ich nämlich genau möchte, dass ihr euch nicht so verhaltet, wie ich gerade durch diese ganzen Psychotricks beschrieben habe und euch eben nicht so krass davon beeinflussen lasst. Und vielleicht kann ich euch da oben ein bisschen die Augen öffnen, falls ihr das noch nicht kennt. Ihr kennt es ja im Thumbnail, ob ihr es schon gesehen habt. Oder hier unten kommt ihr zu dem Video von dem Mann, von dem ganz viele Leute in ihren Träumen träumen und keiner weiß wieso. Und das ist immer der gleiche. Und alle Leute auf dieser Welt träumen vom gleichen Mann. Das ist ziemlich creepy. Also schaut euch das an, wenn ihr es noch nicht kennt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, bis dann.